Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect Andromeda mit mir, Wolfram Kabit. Und ja, wir sind wieder am Schiff, dürfen wir jetzt, glaube ich, nach Aya reisen, aber vorher werden wir hier mal ein bisschen Gerätschaften einsammeln. Okay. Alle abholen bitte. Okay. Ich wollte es nicht beenden, verdammt. Komm, Wanzen finden und entfernen. Was machen wir denn da Hübsches? Einsatzteam schicken. 61%. 38, okay, die sind immer noch zu stark. Einsatzteam schicken. 86%. 89, dann schicken wir die 86er. Roka. 91, check. Könnten wir nicht noch eins rekrutieren? Wir haben mittlerweile 75. Team rekrutieren. Ja, super, da fehlen uns genau 5 Stück. Gut, dann hat sich das jetzt auch erstmal wieder erledigt. Forschungszentrum. Forschung, glaube ich, erstmal. War das nicht hier? Panzerung? In 7? N7 Brustpanzer, was bringt denn der? Schildschaden, Biotik. Okay, N7 braucht man in dem Sinne nicht. Hyper Guardian, weil das wenigstens was Schönes. Sieht gar nicht mehr so verkehrt aus. Meh. Sieht ja genauso aus wie der Standardhelm eigentlich, ne? Gesundheit, Schildleistung, Nahkampfschaden. Auch nicht so meins. Was hatten die? Angara Helm, Brustpanzer, Guerilla. Was bringt der? Tech, Schildleistung, Tech. Cat-Brustpanzer. Kampfkräfteschaden, Waffenschaden. Okay, auch nicht so meins. Helios-Panzerung. Oh Gott, sieht das schwul aus. Oh ey, ich meinte nicht schwul, ey. Ich meinte natürlich vom anderen Ufer. Auch nicht so meins, okay. Dann bleiben wir hier noch bei der Relikt-Sache. Was haben wir denn hier Hübsches? Der Erbe. Relikthelm. Ich weiß nicht, ob das gut aussieht oder nicht. Ich meine, prinzipiell ist das 1:1 derselbe Helm, wie den wir vorher hatten, nur dass der hier oben halt ein paar Platten drauf hat, anstatt ein Visier, ne? Was bringt denn der überhaupt? Schadenswiderstand, Gesundheitsregeneration und Schildregeneration. Das ist eigentlich genau mein Stil. Gucken wir einfach mal. Für uns die Reliktpanzerung holen. Und ob mir die besser gefällt. Hm. Egal. Was haben wir denn erstmal unter Waffen? Können wir die Sweeper schon upgraden? Stufe 30. Was sind wir denn überhaupt? 25. Okay, dauert noch ein bisschen. Das heißt, eigentlich könnten wir die Reliktpunkte, wie viel brauchen wir? 185. Eigentlich in einen Panzer investieren. Eigentlich. Aber wir können vorher nochmal nach dem Asari-Schwert gucken. Asari-Schwert. Brauchen wir wahrscheinlich auch Stufe 30, ne? Ja. Brauchen wir alles Stufe 30. Habe ich von... Halt, stopp. Jetzt rede ich genau. Verbesserung Waffen. Ne, von denen habe ich ja sonst nichts weiter. Ne. Waffen. Von denen hier irgendwas entwickelt? Nein. Und hier auch nicht so wirklich. Okay, das heißt doch eigentlich, wir könnten, bevor wir das aber tun, gucken wir einfach mal, ob wir nicht hier irgendwie noch die Initiative-Helm, ja okay, sieht fast genauso aus, Pathfinder-Helm 4, Schadenswiderstand, Waffenpräzision bringt der, Bauplan wählen. Kann ich die nicht irgendwie noch vergleichen mit dem, was ich habe? Habe ich Level 4 oder habe ich Level 3? Ich bin so ungewillt, den jetzt gerade zu bauen. Auch wenn wir Ressourcen ohne Ende haben.
Kräftewiederherstellung und Verteidigung, Waffenpräzision. Okay. Halt, Entwicklung. Wir wollen dann mal hier unter Waffen gucken. Sturmgewehre, was haben wir denn da? Die haben wir ja, ne? Caniflex, Sweeper. Okay. Ja, okay, weil die kein Upgrade hat, deswegen ist die... Wieso hat die drei Upgrade-Slots? Interessant. Sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken. Was haben wir bei den Pistolen? Sweeper, Rager Carabine, Viper. Caniflex. Okay, ist auch schlechter. Ich würde vorschlagen, wir gucken jetzt einfach erstmal nach, was wir überhaupt so im Inventar haben. Pistolen. Achso, wir haben die drei, okay. Kann ich auch andere Waffen? Ah! Sweeper 4. Ja, die können wir nicht höher. Präzisionsgewehre haben wir die. Wow, die sieht ja nice aus. Wir haben die Viper 3. Feuergeschwindigkeit. Ach, okay, das ist quasi so ein Schnellschussgerät, aber das brauchen wir ja nicht. Das heißt, die Viper 4 könnten wir uns holen. Und bei der Schrotflinte. Was haben wir da eigentlich? Die Rager Carabine. Selten. Das heißt, wir holen uns jetzt definitiv erstmal die Pistole. Die hier, genau. Herstellen. Ja, mach mal. Und Pistole, 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 Pistole. Okay. Waffen. Präzisionsgewehre. Was hatten wir? Die Viper, ne? Ja, genau, die Viper. Viper 4. Okay, macht ein bisschen mehr Schaden. Oh, Vanadium. Fast leer. Kann man hier noch was machen? Drehmomentverwaltung, okay. Was macht das Ding? Erhöht Drehmoment beim Sechsradantrieb und ermöglicht dadurch in diesem Modus eine größere Höchstgeschwindigkeit. Ah, nice. Dann würde ich mal sagen, direkt mal herstellen. Vor allem Four-Wheel Drive, ja, whatever. Was haben wir hier? Erhöht die Höchstgeschwindigkeit im Vierradbetriebsmodus. Das ist auch nice. Autotune kommt bei mir immer gut. Überladener Boost. Stark verbesserte Luftzirkulation und Treibstoffignition ermöglichen einen noch längeren Boost. Nice. Wollen wir das haben? Ja, wollen wir. Ach, jetzt habe ich gar nicht nachgeguckt, was für eine Rüstung wir haben. Verbesserte Ortungssysteme ermöglichen Insassen es nur mit Gegner bis zu einer 55 Meter durch Hindernisse hindurch zu orten. Interessant, finde ich. Verbesserte Lebenserhaltung. Erzeugen können Insassen. Ist auch interessant. Habe ich auch nicht genug Zeugs für. Für vertikalen Schub fehlt mir auch Lithium. Gewährt Schildzellen ein Upgrade, dass sie die Zeit verkürzt bis zum. Ist auch interessant. Also, das ist wirklich noch das Interessanteste hier, der Schub.
Gut, die Knarren und so haben wir. Dann gucken wir jetzt nochmal nach, was wir... Panzerung, Helm. Was tragen wir denn? Pathfinder Helm 3. Das heißt, wir können uns den Vierer bauen. Oder aber wir holen uns... den Dingens, den Reliktpanzer. Muss ich gerade nochmal eben gucken. Forschung. Schadenswiderstand, Schildring. Ey, da finde ich die Waffenpräzision bei dem anderen war irgendwie besser. Der ist ja ein rein defensiver. Vielleicht holen wir uns den einfach später. Schildregeneration, Schild. Okay, Oh, cool, der verändert ja sogar sein Aussehen. Wird ja immer cooler. Schadenswiderstand, Gesundheitsregeneration, okay. Wie sieht es denn dann überhaupt aus bei dem Pathfinder? N7, Brustpanzer. Gibt es da Unterschiede? Ja, ein bisschen, ne? Kriegt Schulterplatten. Ne, kriegt er nicht. Ist ja gar kein Unterschied, oder? Sehe ich das gerade nicht. Ich bin jetzt ja schon geneigt, mir den Reliktpanzer zu holen, einfach weil er gut aussieht. Und brauche ich die Waffenpräzision? Brauche ich sie wirklich? Von dem Dingenskirchens. Was haben wir denn da? 100, 100, 200, 300, 400. Alter, ist das teuer. Kriegen wir den. Noch eine Stufe höher. Aber kriegt er noch stärkere Schulterpanzer. Ja, und hier vorne kriegt er noch so 2-3 Höcker. Hab ja schon das Bedürfnis. Okay, wir haben eh kein Uran dafür. Können wir den bauen? Auch nicht. Dann können wir das uns ja noch ein bisschen aufsparen und holen uns jetzt erstmal die Pathfinder 4 Rüstung. Initiative Helm, Pathfinder... Nein. Den hätten wir gerne. Schadenswiderstand, Waffenpräzision. Bauplan wählen. Herstellen. Gut, den Helm hätten wir. Helm. Achso, wir sind ja auch bei Helm, lol. Dann bei Brust. Na super, da fehlt uns Eisen für, lol. Gucken wir mal, ob wir hier Eisen kaufen können. Ja, aber du stehst an meinem Laptop. Müsste das hier sein, oder? Mineralien. Lithium, Silizium? Nö. Tech-Mineralien? Kettlegierung? Nö. Biomaterialien? Nö. Sauerei. Möglicherweise hier. Wir können da Mineralien einsammeln. Graphit, Aluminium, Magnesium. Bäh, toll. Das hat es mir jetzt nicht so gebracht, aber wir können jetzt ja immerhin schon... Alt. Wenn wir den Brustpanzer nicht bauen können, könnten wir immerhin nachgucken, ob wir die Initiative Beinschutz... Initiative Helm? Hä, was, wie, wo? Da wollte ich drauf. Wenn die Brust nicht geht, dann vielleicht die Beine. Rebellen, Initiative, Pathfinder 3. Pathfinder 4. Ah, scheu, fehlt auch Eisen. Ja, Eisen. Überall fehlt Eisen. Gut. Dann werden wir uns jetzt allererstes mal ein bisschen ausrüsten. Beruhigen Sie sich, Kello.
Warum? Wenn das kein guter Grund ist, aufgeregt zu sein. Was ist los? Streiten Sie sich etwa? Wieso sollte ich mich mit meiner besten Freundin streiten? Ihrer besten Freundin? Oh, Kello. Kello ist ganz außer sich wegen eines Berichts, den ich von EOS erhalten habe. Es gibt gute Neuigkeiten. Die Strahlenbelastung nimmt immer weiter ab. Ihr Außenposten Prodromos wird es tatsächlich schaffen. Wann wollen Sie wieder dorthin? Ich setze es auf die Liste. Wir könnten uns jederzeit auf den Weg machen, aber wir haben noch andere Prioritäten. Warum? Naja, also hätte ich in einer neuen Galaxie eine blühende Gemeinschaft aufgebaut, würde ich ihr einen Besuch abstatten wollen. Sofort? Nicht erst, wenn der Strand angelegt ist und Sie die Wasserrutsche aufgebaut haben? Jetzt machen Sie sich über mich lustig. Also die Strahlenbelastung ist gesunken. Heißt das, wir könnten dort noch mehr entdecken? Ja, aber die Cat-Aktivität hat ebenfalls zugenommen. War ja klar, dass wir nicht die Einzigen sind, die von den verbesserten Bedingungen auf dem Planeten profitieren. Es wäre vielleicht ganz nett, mal nachzusehen, wie es ihm geht. Das wäre fast wie ein Urlaub. Ja, fast. Okay. Vielleicht machen wir uns wirklich demnächst mal auf den Weg dorthin. Sie sind der Boss. Geben Sie einfach Bescheid. Ja, ich würde sagen, dann bumsen wir jetzt wahrscheinlich demnächst den Cat-Bunker da. So, ich wollte mich aber erstmal ausrüsten. Nicht aus... whatever. So, Carnifex 4 haben wir jetzt ja. Sweeper 4 bleibt... Rega Caravan kann ich auch nicht upgraden. Die habe ich? Okay. So, was haben wir denn hier für Waffenmods? Aufklärungszielfernrohr. Das können wir definitiv einbauen, weil... Leichtes Reservemagazin, was bringt das? Plus 63% Reservemunition, das ist nice. Was bringt das? Präzision. Dann ist die Mod doch totaler Unsinn. Ey, wollte ich doch. Moment. Minus 7. Okay. Das heißt, dann schmeißen wir den raus und hauen stattdessen den rein. Ja. So, dann hätten wir den hier noch. Nein. Nahkampfoptimierung. Nee. Pistole Lauf 3, 12% Pistolenschaden. Ja, können wir draufhauen. Ja, können wir auch draufhauen. Gut, dann hätten wir das... auch drauf. Kann ich hier noch was upgraden? Pistolenlauf 3. Was bringt der? 12% Rotflintenschaden. Wieso ist der schlechter? Achso, das ist langer Lauf und das ist nur Lauf. Ah. Verstehe. Was haben wir ja sonst? Achso, das war der Lauf. Was ist das da? Achso, das sind hier beide jetzt drauf. Okay. Verschluss 1. Was bringt das? Reservemunition. okay. Ich bin geneigt, das so zu lassen, wie es war, ne? Gut, dann brauchen wir hier noch den Helm, haben wir, glaube ich, neu, ne? Ja. Was haben wir hier für neue Mods? Keine? Keine, okay. Auswahl bestätigen. Wenigstens konnten wir die Moschei retten. So, haben wir hier noch irgendwas mit den ganzen Leuten zu bequatschen, wie zum Beispiel Lexi? Küsst euch. Ich gehe gerade die Daten aus der Cat-Einrichtung durch. Ihre Gentechnologie ist fortschrittlicher als alles, was ich je gesehen habe. Um ehrlich zu sein, sind sie uns in dieser Hinsicht Lichtjahre voraus. So. Untersuchen. Neues Erinnerungsfragment.
Ich bin auf ein weiteres Erinnerungsfragment gestoßen. Mein Vater hat Sam für meine Mutter erschaffen, um sie zu heilen. Ich wusste, das war Teil seines Vorhabens, aber... Sie wussten nicht, dass es seine eigentliche Motivation war. Er hat sie wirklich geliebt. Er wollte sie retten und hat dafür alles aufgegeben. Ihnen war nie bewusst, wie viel ihm seine Familie bedeutete? Nein, vermutlich nicht. Vielleicht wollte er es Ihnen ja genau deshalb zeigen. Ich habe noch eine Erinnerung meines Vaters gesehen. In dieser kam ich vor. Und Scott. Wir haben unsere Eltern besucht. Und unser Vater hat uns erzählt, wie es war, das Charon-Portal zu durchqueren. Also haben Sie Ihren Entdeckergeist von Ihrem Vater. Scheint so. Ich denke schon. Wir haben gescherzt, es würde uns im Blut liegen. Dann lebt dieser Teil von ihm weiter. Ja, danke. Ciao, ciao. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ich finde, das ist manchmal echt so ein harter Cut. Bibi. Ich danke dir für dein Tentakelmonster. Ryder, dieser Aufstieg. Ich hätte nie damit gerechnet, dass wir gegen Angara kämpfen würden. Es ist schrecklich, sie sind keine Angara. Sie sind keine Angara mehr. Die Kett verwandeln sie in etwas anderes und das ist das eigentlich Schreckliche. Was auch immer der Archon vorhat, wir müssen ihn aufhalten. Je mehr wir herausfinden, desto klarer wird mir, wie viel größer als ich das alles ist. Das macht einen demütig. Ja, in der Tat. Flirten wir mal eine Runde. Ich muss zugeben, als sie mich in ihre Unterkunft eingeladen haben, dachte ich, sie würden mich wegen etwas anderem dorthin locken. Dachten sie das? Oder haben sie es gehofft? Ich hab's gehofft. Vermutlich... eher gehofft. Nun, mit dieser Hoffnung waren sie nicht allein. Wer weiß, was passiert wäre, wenn uns Kalinda nicht gestört hätte. Entschuldigung, musste gerade niesen. Wer ist Kalinda? Gibt es noch etwas, das Sie mir über Kalinda erzählen möchten? Zu Hause gehörte sie als Botschafterin zur Oberschicht. Sie wurde respektiert und hatte alles, war aber unglücklich. Sie meinte, sie wäre für dieses Leben nicht geschaffen. Aufgrund ihrer Stellung wollte die Initiative sie als Erstkontaktspezialistin. Sie gehörte zu den Ersten, die aus der Stase geholt wurden. Kalinda war auch diejenige, die dafür gesorgt hat, dass ich früher geweckt wurde. Und dafür bin ich ja immer noch dankbar. Allerdings ist dann ziemlich schnell alles in die Brüche gegangen. Sie hat mich verletzt. Richtig verletzt. Was ist passiert? Ach, vergessen wir die traurigen Geschichten. Das ist alles Schnee von gestern. Ja dann, ciao, ciao. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. So, dich hätten wir auch abgehakt. Ah, Jal. Jal? Jal. Reden Sie nicht mit mir? Schon okay. Ich kann mir ohnehin nicht vorstellen, was Sie gerade empfinden. Ich gehe wieder. Nein. Sie haben die Moschei gerettet. Ich werde Ihnen das nie vergessen. Wollen Sie drüber reden? Ja, ist, glaube ich, ganz angebracht. Ich bin nicht nur knallhart, ich habe auch eine starke Schulter. Das ist sehr freundlich. Sie sind sehr freundlich. In Zeiten wie diesen vermisse ich meine Familie besonders. Stehen Sie Ihrer Familie nahe? Eigentlich gar nicht. Und Sie? Sie reden viel über Familie. Wirklich? Das gehört wohl einfach zu unserer Kultur. Unsere Familien sind groß und wir teilen unsere Eltern mit der Gemeinschaft. Wir alle haben viele Mütter. Meine Familie ist klein. Und stehen Sie ihr nahe? Lügen wir einfach mal. Früher schon. Eigentlich immer noch. Meine Mutter und mein Vater sind tot. Mein Bruder liegt im künstlichen Koma. Ich bin im Moment so eine Art Waise. Das tut mir leid. Naja, diese zufällige Ansammlung von Tempest-Sonderlingen fühlt sich manchmal an wie eine Familie. Stimmt. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich eine Aufgabe habe. Aber hier ist das anders. Was ist mit dem Widerstand? Mein Platz im Widerstand entspricht nicht meinen Vorstellungen. Aber dieses Kind auf Aya hat zu Ihnen aufgeblickt. Schon. Aber Sie werden etwas wirklich Wichtiges vollbringen, Ryder. Das spüre ich. Und genau hier gehöre ich hin. Nee, mit dem will ich nicht so. Sie bereichern das Team, ja. Sie sind eine Bereicherung für das Team. Danke.
Ich freue mich schon auf weitere Abenteuer. Ja. Da drüben war da, glaube ich, auch noch was, ne? Sag mal nicht, dass diese komische Sonde hier drin wohnt. Ach nee, sie stimmt. Versklaven andere nicht einfach nur. Die Kett nehmen einem alles, was man ist, und nutzen es zu ihrem Vorteil. Sie sind der schlimmste Feind, den man sich vorstellen kann. Ein Feind, der einen dazu bringt, gegen seine eigenen Leute zu kämpfen. Ich fühle mit Jarl. Gott. Und dieses Wissen verfolgt Jarl jeden Tag, jetzt, da wir die Wahrheit kennen. Freunde, Nachbarn, sie alle wurden verwandelt. Und sie sind loyal gegenüber dem, was sie verwandelt hat. Das alles geht ihnen ziemlich nahe. Kandros will wissen, welche Strategie wir gegen die Kett verfolgen wollen. Ich habe mit Drak gesprochen. Wir könnten unsere Guerillataktik ausweiten. Militärische Berater der Angara hinzuziehen, den Aufstieg weiter erforschen. Aber ich weiß einfach nicht, was das Richtige ist. Ich wünschte, ihr Vater könnte mir einen Rat geben. Sie brauchen seinen Rat nicht. Wieso? Sie machen das doch gut. Nysera, ihr Vater. Sie hatten immer einen Plan, an den ich mich halten konnte. Ohne klare Strategie kann es viel zu leicht passieren, dass jemand zu Schaden kommt. So wie jetzt. Sämtliche Pläne der Initiative sind gescheitert und deshalb sterben Leute. Pläne wollen uns auch nicht helfen, das ist ein Desaster. Pläne würden uns auch nicht helfen. Wir stehen vor Herausforderungen, auf die wir uns niemals hätten vorbereiten können. Aber wir können uns zumindest auf den Kampf gegen die Kett vorbereiten. Sarissa wird wissen, was zu tun ist. Wir müssen sie und die anderen Asari nur finden. Es wird gut tun, wieder Gewissheit zu haben. Gut, das war das Gespräch mit Cora. Ach ja, die seziert da wieder irgendwas. ALP kommt. Ah, die D-Taste funktioniert doch. Ist nur ein bisschen träge, das Spiel. Da haben wir hier noch. Bitcoin. Okay, hier ist nix. Ich finde diese Kuppel hier oben drauf irgendwie cool. Nur schade, dass man wieder nicht springen kann. Weil springen können wir ja nur mit Jetpack. Da ging es, glaube ich, runter, ne? Ja. Oh, unser Nomad, endlich in Rot. Haben Sie kurz. Was? Wer? Wer hat das gesagt? Ich habe mit beiden von euch schon gesprochen. Können anfangen rumzulespeln. Macht das, wofür ihr bezahlt oder programmiert wurdet. Oh, hey. Selber hey. Ich muss Sie etwas fragen. Schießen Sie los. Denken Sie, Sie werden Kinder bekommen, wenn dieser ganze Irrsinn vorüber ist? Wieso fragen Sie? What? Wieso beschäftigt Sie das? Jill, meine Freundin, von der ich Ihnen erzählt habe, als Sie mich beim Pokern fertig gemacht haben. Sie leitet das erste Repopulationsprogramm der Initiative in Prodromos. Und sie redet von nichts anderem mehr. Das hat mich nachdenklich gemacht. Letzten Endes geht es bei dieser ganzen Sache, bei der Andromeda-Initiative, doch im Grunde darum, dass wir uns vermehren. Möchte jetzt etwa unser homosexueller Mechaniker uns dazu überreden, dass er mal in uns reinhalten darf, damit wir schwanger werden und seine Nachkommen in der Initiative auf den neuen Planeten sich verbreiten? Bin ich so bekloppt oder ist das tatsächlich gerade der Gedankengang der Entwickler? Das wird Ihnen jetzt erst klar, zumindest diejenigen überleben. Ja, zumindest für diejenigen von uns, die das Glück haben, das alles zu überstehen. Ganz genau. Und das sind schon mal nicht allzu viele. Wir sind nur noch eine oder zwei Katastrophen davon entfernt, zu wenige zu sein, um überleben zu können. Jill hat recht. Wir sollten möglichst bald damit anfangen, Kinder in die Welt zu setzen. Definitiv. Wer hätte gedacht, dass diese ganze Geschichte letztendlich nur eine bessere Partnervermittlung ist? Der biologische Imperativ ist irgendwie scheiße. Ich verstehe. Sie können sich trotzdem fortpflanzen. Es gibt andere Möglichkeiten der Fortpflanzung. Man braucht dafür nicht unbedingt eine Liebesbeziehung. Ja, ich schätze, ich könnte vielleicht DNA spenden. Oder wie auch immer das läuft. Sie wissen doch, wie ich bin. Ich tue, was auch immer mir mein Bauchgefühl gerade sagt. Und blicke nicht zurück. Meiner Mutter zufolge war mein Vater genauso. Keine Ahnung, ob das stimmt. Sein Bauchgefühl hat ihn schon vor meiner Geburt dazu gebracht, weiterzuziehen. Klingt ein bisschen wie mein Vater. Es tut mir leid, Jill. Das wusste ich nicht.
Es muss schwer für sie gewesen sein. Hey, letzten Endes ist alles gut ausgegangen. Er hat seinen Teil geleistet und mich in die Welt gesetzt. Vielleicht genügt das ja schon. Danke, Ryder. Es hat gut getan, darüber zu reden. Ja, gern geschehen. Lag ich ja gar nicht mal so falsch mit meinem kaputten Gedankengang. So, kommen wir hier irgendwie runter? Achso. Ja, dann. Hast du jetzt den Knöchel verstaucht? Hallo. Liam? Was ist denn das für eine Liegestütze? Arsch runter. Das mache ich schon immer. Schon seit ich noch ein kleiner Klugscheißer war. Ich war ziemlich oft wütend. Das ist einer der Nebeneffekte, wenn einem nicht alles am Arsch vorbeigeht. Wenn Sie reden möchten, soll ich wieder gehen? Ne, wenn Sie reden möchten. Was ist los, Liam? Wir haben diese Einrichtung auf Vault gefunden und diesen Typen in den Arsch getreten. Das ist super. Aber die Cat rauben den Leuten, was sie sind. Und das sollte alle etwas angehen. Also habe ich versucht, Kontakte zu knüpfen und wirklich etwas in Gang zu setzen. Die Kluft zu überbrücken. So wie mit Joel. Aber ich kriege überall nur Absagen. Die Nexus, Aya. Von allen höre ich immer nur, wir können mit Fremden keine Risiken eingehen. Ich bin doch nicht hierher gekommen, damit alle verfluchte Fremde sind. Wir sind Fremde, wir können nicht alle repräsentieren. Das macht ihnen schwer zu schaffen. Lag es eventuell an ihrer Art zu fragen. Wir sind Fremde, ja. Liam, wir sind nicht von hier und werden es auch nie sein. Aber wir sind hier. Wir können nicht ewig Fremde sein. Das funktioniert nicht. Ich wollte das hier. Das Neue. Aber irgendwann muss es auch mal normal werden. Ich brauche etwas Vertrautes. Darf ich Ihnen was zeigen? Nein. Haben Sie etwas mitgenommen? Aus der Milchstraße? Natürlich habe ich das. Ja, ein, zwei Dinge schon. Aber das Gewichtslimit war ziemlich streng. Ich weiß. Deshalb habe ich auch etwas arrangiert. Es ist ein echter Benzinfresser aus dem 20. Jahrhundert. Ist das ein Saab? Britisch, als das noch von Belang war. Meine Familie hat daran gearbeitet, an den Wochenenden. So unscharf. Auch wenn es sowas im Weltall nicht gibt. Wollen Sie wissen, was wir gemacht haben? Ein paar meiner Freunde von Hassel haben uns geholfen. Ist das ein Cosworth? Sie haben sich für uns einen Transporter ausgeborgt. Dann haben mein Vater, meine Mutter und ich unser Auto in den Transporter geladen und ihn Richtung Andromeda geschickt. Das ist süß. Machen wir in Hoffnung, bei Autos geht immer Hoffnung vor. Aber Sie wissen schon, dass Sie Ihr Auto nie wiedersehen werden, oder? Ach, mit Standardlichtgeschwindigkeit ist es in ein paar Millionen Jahren hier. Das Entscheidende ist, es ist auf dem Weg hierher und wird es immer sein. Keine Ahnung, was das bedeutet. Es muss nichts bedeuten, Sie haben ein großes Herz. Sie brauchen jemanden genau wie ich. Nein. Es bedeutet, Ihre Familie, die Angara, dieses Team. Wir alle können uns glücklich schätzen, dass Sie so ein großes Herz haben. Ich werde es vermutlich vermasseln, Pathfinder. Willkommen im Club. Im Grunde haben wir es doch alle schon vor 600 Jahren vermasselt. Wohl wahr. Das hier wird unser Zuhause sein. Das muss es einfach. Ich lasse nicht zu, dass es schief geht, nur weil wir Fremde sind. So, dann werden wir... Wo sind wir hier? Kamera verzogen, okay. Dann laufen wir mal wieder hier raus. Genau so. Ja, das war der Mass Effect Andromeda für heute. Mit mir, Wolf im Kapit. Wieso hat mein Schiff schon Rost? Wo ist mein Mechaniker? Der kriegt sofort auf die Fresse. Wo war ich? Ach ja, ich wollte die Folge beenden. Ja. Das war's für heute. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Ich denke, wir werden auch die anderen Crewmitglieder abgrasen, unsere E-Mails checken und dann werden wir uns Richtung Aya oder Eos machen. Wobei ich mir noch nicht sicher bin, welchen Planet wir zuerst besuchen, worauf ich dann gerade Bock habe. Ich bin eigentlich mal so der Mensch, dass ich alte Sachen lieber gerne abschließe, bevor ich was Neues anfange, weil sonst irgendwie Chaos, keine Ahnung. Ja. Denkt dran, Like, Share, Subscribe, hilft mir weiter. Bis dann. Euer Wolf im Kapit. Ciao, ciao.